So, unsere Reise, unsere Wanderung durch Obergiesing ist jetzt zu Ende. Wir haben eine kleine Schleife gemacht, haben einige heruntergekommene Bauten gesehen am Agfa-Gelände, aber zum Beispiel auch einige Investorenbauten, die eindeutig zeigen, dieses Viertel ist im Wandel. Für Hipster gibt es hier mit Sicherheit einige Gebäude und auch Orte, wo sie sich niederlassen könnten. Auf der anderen Seite gibt es halt sehr wenige Cafés, sehr wenige kleine Läden, sehr wenige Plätze, wo man flanieren oder sich zeigen könnte. Deswegen ist es vermutlich so, dass in den nächsten, kurzfristig gesehen, Jahren Hipster eher nicht hierher kommen werden. Mittelfristig ist es aber mit Sicherheit so, dass Hipster bzw. das Obergiesing auch vor Hipstern nicht sicher sein wird.